طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sei auf den Gesandten Allahs und auf seine Familie und auf all denjenigen, die in seine Fußstapfen treten, bis an den Tag der Auferstehung. Beim letzten Mal haben wir das Kapitel uns angeschaut und durchbehandelt, Adabul Mashi ila Salah, das heißt die Anstandsregeln, wenn man sich zum Gebet begibt, und gemeint ist natürlich in die Moschee. Und das haben wir alhamdulillah abgeschlossen, und jetzt kommen wir zu einem neuen Kapitel. Und zwar, jetzt ist man in der Moschee, jetzt wird gleich Iqama gemacht, und dann wird das Gebet anfangen. Und deswegen passt es, dass der Autor jetzt an dieser Stelle erwähnt hat, das folgende Kapitel, Babun fi Arkan as-Salati wa Wajibatiha wa Sunaniha. Das heißt, es geht um die Arkan des Salah, um die Wajibat des Salah und die Sunan des Salah. Und die Begriffe habe ich deswegen auf Arabisch gesagt, weil diese drei Begriffe auch allgemein bekannt sind und in jedem Fiqhbuch so verwendet werden. Und zwar die Arkan sind die heute, die wir heute behandeln wollen, nicht alle, sondern ein Teil davon, wo wir heute behandeln, den größten Teil. Inshallah. Die Arkan ist der Plural von Rücken. Und was das bedeutet, werden wir gleich im Einzelnen sehen. Die Gelehrten haben das Gebet als Salah so definiert, dass sie gesagt haben, Salah ist eine Aktion oder eine Anzahl von Handlungen, also von Taten und von Aussagen, die mit dem Takbir anfangen und mit dem Taslim enden. So haben die Gelehrten das Salah definiert. Salah ist eine Anzahl von Taten und Aussagen, die mit dem Takbir anfangen und mit dem Taslim enden. Das musste man so definieren, weil das war das Salah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und weil Salah sprachlich gesehen nicht genau das wiedergibt. Also auf Arabisch, Salah, er hat gebetet oder er hat Dua gemacht, bedeutet ja noch lange nicht, dass er anfängt mit Allahu Akbar und dann sagt er die Fatiha liest und so weiter und so fort. Diese Taten und diese Aussagen, die wir im Gebet machen, haben die Gelehrten drei geteilt. Und zwar in Arkan, der Plural von Rukn, in Wajibat, der Plural von Wajib, und in Sunan, der Plural von Sunnah. Und diese Einteilung ist nicht so, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat, das ist ein Rukn, das ist ein Wajib, das ist eine Sunnah, sondern, und auch nicht Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, sondern die Gelehrten haben aus dem, was uns überliefert ist im Koran und der Sunnah, entnommen, was Rukn sein muss und was Wajib sein muss und was eine Sunna sein muss. Und wir haben also durch die Sunna erfahren, dass einmal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine bestimmte Sache vergessen, dann hat er das und das getan. Und einmal hat er etwas anderes vergessen, dann hat er etwas anderes getan. Ja? Und das heißt, einmal hat er zum Beispiel eine Raka'a vergessen, dann hat er eine Raka'a nachgeholt. Und einmal hat er zum Beispiel ein Tashahud vergessen, dann hat er eben nicht den Tashahud nachgeholt, sondern hat er eben zwei Sajdas gemacht. Ja? Und das bedeutet, dass es gibt, dass die Teile des Gebetes unterschiedlich gewichtig sind, unterschiedlich gehandhabt werden. Und um das zu wissen, müssen wir erstmal jetzt definieren, was bedeutet Rukn, was bedeutet Sunnah, oder Wajib, was bedeutet Sunnah. Rukn haben die Gelehrten definiert als eine Sache oder ein Teil des Gebetes, dass wenn man es weglässt, egal ob absichtlich oder aus Versehen, dann das Gebet ungültig wird. Es sei denn, man kann es natürlich irgendwie nachholen. Also ein Rukn ist etwas, dass man, wenn man es weglässt, egal ob absichtlich oder aus Versehen, dann ist das Gebet ungültig. Es sei denn, man kann irgendwie diese Sache nachholen. Was das bedeutet, werden wir natürlich im Einzelnen sehen. Wajibat haben die Gelehrten so definiert als irgendeine Tat oder eine Aussage, die, wenn man sie weglässt, kommt es darauf an, ob man es absichtlich weggelassen hat oder es vergessen hat. Hat man es absichtlich weggelassen, ist das Gebet ungültig. Hat man es aus Versehen weggelassen, ist das Gebet nicht ungültig, sondern man muss dann stattdessen etwas tun. Und auch dieser Begriff muss ist nicht sehr genau von mir, sondern kommt nämlich auch auf die Meinungsverschiedenheit der Gelehrten an, ob die zwei Sajdat von As-Sahu Pflicht sind oder nicht. Wie dem auch sei, also Wajib ist eine Tat, die, wenn man sie absichtlich weglässt, ist das Gebet ungültig. Und wenn man die Tat aus Versehen weglässt, das heißt, man hat sie vergessen, dann kann man sie
nachholen. Aber wie man sie nachholt, werden wir sehen. Und was ich gesagt habe, die Definition, die ich gerade eben gesagt habe, gilt nach der Mehrheit der Gelehrten. Die Definition, die ich von Wajib gerade gesagt habe, gilt nach der Mehrheit der Gelehrten. Dann haben wir das, die dritte Art von Taten und Aussagen ist die Sunna. Und hier sieht man, Plural von Sunna ist Sunan. Und hier sieht man, dass der Begriff Sunna im Arabischen oder besser gesagt im Islam weit gefächert ist und viele Bedeutungen hat und verwendet wird für viele Sachen. Zum Beispiel die Handhabung Allahs, wie Allah subhanahu wa ta'ala mit einem Volk umgeht, wenn sie das und das tut. Das nennt man auch die Sunna von Allah. Ja? Und Sunna hat viele Bedeutungen. Und eine von diesen Bedeutungen ist eben eine Tat, die, wenn man sie tut, man dafür belohnt wird und wenn man sie nicht tut, man dafür nicht bestraft wird. Also eine Sunna, wenn man sie, eine Sunna ist also etwas im Gebet, dass wenn man es weglässt, egal ob vergessen oder aus Versehen oder absichtlich, ganz egal, dann ist das Gebet immer noch gültig, aber natürlich die Belohnung ist nicht mehr vollkommen. Die Belohnung ist nicht mehr vollkommen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns angespornt, in jedem Gebet so zu beten, wie er gebetet hat. Und er hat gesagt, Sallu kama ra'aytumuni usalli, betet so, wie ihr mich habt beten sehen. Demgemäß sind die Arkan des Salah, was Rukn im Salah ist, oder manche Gelehrten nennen es auch Fard, und Plural davon ist Furud, was Fard oder Rukn im Salah ist, sind 14 verschiedene Sachen und manche sagen 15 Sachen. Kommt darauf an, wie man die Sachen zusammenfasst oder nicht zusammenfasst. Der erste Rukn, und für jede Sache, die wir jetzt erwähnen, möchten wir auch den Beweis dafür erwähnen. Denn es gibt Arkan, über die sich die Gelehrten uneinig sind. Und wenn wir lernen, was der Hadith ist oder die Ayah ist, auf die wir uns stützen, dann, wenn jemand dich fragt, warum glaubst du, dass diese Sache Rukn ist oder nicht, dann hast du einen Beweis vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah dich fragt, kannst du ihm sagen, ich habe den Beweis gelernt. Und das ist der folgende Beweis gewesen. Der erste Rukn, der zum Salah gehört, ist das Qiyam, das heißt das Stehen im Gebet. Und da spezifizieren wir weiter und sagen, nicht immer. Nicht immer ist das Qiyam ein Rukn im Gebet. Wann ist es kein Rukn im Gebet? Und zwar beim freiwilligen Gebet. Beim freiwilligen Gebet ist das Stehen im Gebet kein Rukn. Und was bedeutet es, im Gebet zu stehen? Und was ist der Beweis dafür? Der Beweis dafür ist erstmal die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, das heißt, steht vor Allah in Demut, also im Gebet. Und das ist eine Anordnung Allahs, also müssen wir sie umsetzen. Würden wir sie nicht umsetzen, wäre unser Gebet ungültig. Und dafür gibt es auch zahlreiche andere Beweise, und zwar als der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Leuten das Gebet beigebracht hat, hat er ihnen auch gesagt, dass sie also sich hinstellen im Gebet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat selbst gesagt, Salli qa'iman, das heißt, bete stehend. Fa illam tastati' faqa'idan. Und wenn du nicht kannst, dann setz dich hin. Und diese Aussage, wenn du nicht kannst, bedeutet, wenn du kannst, musst du stehen. Und dann sagt er, fa illam tastati' fa'ala jamb. Und wenn du nicht sitzen kannst, dann eben liegend. Und das heißt, der Beweis ist eindeutig klar. Und darüber gibt es auch meines Wissens nach keine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, dass man im Pflichtgebet stehen muss, weil der Vers klar ist. Was bedeutet zu stehen? Ab wann steht jemand im Gebet? Manche Leute stehen, manche Leute sind krumm, manche Leute sind mehr gebeugt und weiß nicht was. Die Antwort ist, die Gelehrten haben gesagt, sobald man mit seiner Hand nicht seine Knie berühren kann, ja, dann würde man im Arabischen sagen, dass jemand steht. Und was bedeutet es, dass es Pflicht ist, im Gebet zu stehen? Dass es Pflicht ist, im Gebet zu stehen, bedeutet, dass du alles tun musst, damit du auch stehen kannst. Das heißt, wenn du nicht stehen kannst, außer mit einem Stock, dann musst du einen Stock nehmen, um dich damit aufzustellen. Denn es gibt einen Grundsatz, und den haben wir erwähnt, und den werden wir wieder erwähnen, weil er sich durch den ganzen Fiqh zieht. Und zwar, wenn eine Tat Pflicht ist, dann sind alle Mittel, die du dazu in Anspruch nehmen musst, um diese Tat umzusetzen, auch Pflicht. Noch einmal, wenn irgendeine Tat Pflicht ist, dann sind alle Mittel, die du in Anspruch nehmen musst, alles, was du tun musst, um diese Pflicht umzusetzen zu können, das ist automatisch auch Pflicht. Das heißt, der Weg dorthin ist Pflicht, genau wie die Tat selbst. Ist ja klar, weil du kommst ja nicht zur Tat hin, außer durch den Weg.
Und wenn du nur stehen kannst, wenn du einen Stock in der Hand hast, um dich zu schützen, musst du das tun. Ja? Solange es dir möglich ist, wenn es eine starke Bedrängnis ist für dich, dann ist es etwas anderes. Das heißt, das Stehengebet ist also Pflicht im Pflichtgebet, im Fardgebet. Und damit meinen wir alles, was ein Fardgebet ist, ja, was wir auch erwähnen werden noch, inshallah. Und zwar gilt das also nicht für den Kranken oder für jemanden, der Angst hat und nach manchen Gelehrten für diejenigen, für den Nackten, der keine Kleidung hat und für jemanden zum Beispiel, der sich irgendwo befindet, eingeschlossen und das Dach niedrig ist und deswegen nicht stehen kann. Für diese Leute alle ist natürlich eine Entschuldigung gegeben und deswegen brauchen sie nicht in ihrem Gebet stehen, weil sie auch nicht stehen können. Genauso, wenn der Imam sitzend betet. Wenn der Imam sitzend betet, und damit meine ich, wenn er vom Anfang an sitzend betet, dann, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, beten alle anderen hinter ihm sitzend, denn er sagt es sallallahu alaihi wasallam, und wenn er sitzend betet, dann betet hinter ihm auch sitzend. Und beim freiwilligen Gebet ist es eben nicht der Fall. Beim freiwilligen Gebet ist uns überliefert worden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst auch sitzend betete freiwillig und er hat ja gesagt, dass die Belohnung desjenigen, der sitzend betet, die Hälfte derjenigen Belohnung ist, die jemand erhält, wenn er im Stehen betet. Also, wenn du freiwillig im Gebet, auch wenn du also kerngesund bist, jetzt nach irgendeinem Fardgebet, und das soll kein Aufruf sein dazu, aber nur halt, falls jemand sieht, der sitzend betet, nach dem Fardgebet betet er zwei Sunna, zum Beispiel nach dem Maghrib-Gebet, wie gerade eben, betet er zwei Rakat Sunna, sitzend, dann ist das erlaubt und sein Gebet ist gültig, aber wenn er stehen konnte, erhält er genau die Hälfte der Belohnung. Jetzt, das war der erste Rukn, der erste Rukn. Da eine Frage, warum habe ich eigentlich nicht erwähnt, dass man Richtung Qibla beten muss? Warum habe ich nicht erwähnt, dass man Richtung Qibla beten muss? Ist das kein Bestandteil des Gebetes? Wenn jemand nicht in Qibla betet, sein Gebet ist ungültig, ist klar. Also beim Fardgebet auch wieder, ja. Beim Freiwilligen haben wir, wenn man auf einem Reittier ist und so, dann gibt es also andere Gesetze. Aber normalerweise im Pflichtgebet musst du auch nicht darüber. Was ist die Antwort? Die Antwort ist ganz einfach. Das ist kein Rukun. Das Gebet in Richtung Qibla ist kein Rukun, sondern ist ein Schart. Genau, eine Voraussetzung. Eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebets ist, dass du dich in Qibla wendest. Warum? Weil du kannst ja gar nicht Allahu Akbar sagen, bis du dich in Qibla gewendet hast. Und dein Gebet fängt erst an mit Allahu Akbar, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns definiert hat. Ja? Insofern, du musst dich in Qibla wenden, aber es ist kein Rukun, sondern ein Schart. Weil du musst es vor dem Gebet machen. Sonst ist dein Gebet ungültig. Sonst ist nicht dein Gebet ungültig, sondern dein Gebet hat gar nicht erst angefangen. Weil wenn ein Schart fehlt, eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebets fehlt, dann hat dein Gebet erst gar nicht angefangen. Wie wenn du kein Wudu hattest, keine Gebetswaschung gemacht hast, dein Gebet hat ja gar nicht erst angefangen. Tayyib, machen wir weiter. Und zwar kommen wir zum zweiten Rukn, und zwar Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram gemeint ist das Sagen von Allahu Akbar am Anfang des Gebetes. Das Sagen von Allahu Akbar am Anfang des Gebetes. Und der Beweis davon ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: "Idha qumta ila salati fakabbir." Wenn du dich zum Gebet aufstellst, dann sag Allahu Akbar. Dann sag Allahu Akbar. Und warum ist das ein Beweis? Weil das ist entnommen aus einem gewaltigen Hadith. Also alle Arkan, die wir hier erwähnen, sind entnommen aus einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar, den kennen wir alle, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Moschee saß. Und dann kam jemand in die Moschee rein und hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam begrüßt. Und dann hat er zwei Rakaat gebetet. Oder umgekehrt, er hat zwei Rakaat gebetet und dann hat er den Propheten sallallahu alaihi wasallam begrüßt. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm: "Irja' fasalli fa innaka lam tusall." Kehre zurück und bete noch einmal, denn du hast nicht gebetet. Obwohl er vor seinen Augen gebetet hat. Ja. Und dann hat der Mann ein zweites Mal gebetet und dann hat er wieder den Propheten sallallahu alaihi wasallam begrüßt. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum zweiten Mal zu ihm gesagt: "Kehre zurück und bete noch einmal, denn du hast nicht gebetet." Und dann hat der Mann ein drittes Mal gebetet.
Und dann kam ein drittes Mal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaika ya Rasulallah. Und dann sagte er zu ihm, kehre zurück. Er sagt, er hat ihm auch erwidert den Gruß, und dann hat es ihm gesagt, kehre zum dritten Mal, sagt er zu ihm, kehre zurück, denn du hast nicht gebetet. Und dann sagte er, dann schwört er bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass er nicht ein besseres Gebet verrichten kann als das, was er eben verrichtet hat. Also er weiß es einfach nicht besser. Und dann sagt er, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm das Gebet beigebracht. Und in diesem Gebet hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm das beigebracht, was er unbedingt machen muss, weil er ist neu. Er ist neu. Er bringt ihm jetzt das bei. Stellt euch vor, jemand hat keine Ahnung, wie er betet. Was bringt man ihm bei? Bringt man ihm die ganzen Sunnan bei? Nein, man bringt ihm erstmal die Arkan bei, das, was er unbedingt machen muss, ohne dem ist das Gebet nichts wert. Ja. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht, und da hat er zu ihm gesagt, إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ. Wenn du dich zum Gebet aufgestellt hast, dann sag Allahu Akbar. Und wir wissen nicht, was der Mann alles falsch gemacht hat, ja. Aber er hat einige Sachen anscheinend falsch gemacht. Vielleicht hat er Allahu Akbar sogar vergessen am Anfang. Wissen wir nicht, ja. Auf jeden Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt, wenn du dich zum Gebet aufstellst, dann sag Allahu Akbar. Aus diesem Hadith lernen wir Folgendes. Und zwar, das ist übrigens die Ansicht der Hanabila, das heißt der Hanbalitischen Rechtsschule. Sie haben gesagt, wenn du ins Gebet eintreten willst, musst du Allahu Akbar sagen und alle anderen Ausdrücke gelten nicht. Das heißt, wenn du irgendwie eine Variation bringst, Allahu Akbar heißt, Allah ist größer, wortwörtlich. Und gemeint, er ist der Größte, natürlich das gemeint, ja. Aber Allahu Akbar, Allah ist größer, heißt das wortwörtlich. Das sind die Hanbalit und die Malikiya. Die Hanafiya sagen, du musst nicht ausgerechnet Allahu Akbar sagen. Sie sagen, es reicht auch aus, wenn du irgendeinen Ausdruck verwendest, durch den du Allah subhanahu wa ta'ala lobst und rühmst. Ja, irgendeinen Ausdruck erwähnst, durch den du Allah subhanahu wa ta'ala lobst oder rühmst. Das heißt Ijlal auf Arabisch, Ijlal. Und das heißt, wenn du irgendetwas anderes sagst, zum Beispiel Allahul Akbar, Allahul Akbar, Allah ist der Größte, wenn du das sagen würdest, ja, oder Allahu Kabir, Allah ist groß, ja, oder Allahu Azim, Allah ist gewaltig, dann würde bei ihnen, trittst du dadurch in das Gebet ein. Das ist bei ihnen eine gültige Form, das ins Gebet einzutreten. Und sie stützen sich auf dem Vers von Surat Al-A'la, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Und er erwähnte den Namen seines Herrn und betete. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Er erwähnte den Namen seines Herrn und betete. Also sagen sie, irgendeine Form der Erwähnung Allahs, und dabei lobst du ihn und rühmst du ihn, ist bis in das Gebet eingetreten. Die schafiitische Schule, sie sind nicht ganz weit entfernt von den anderen Hanbali und Malikiya. Sie sagen, solange du Allah sagst und danach irgendein Wort, das entspringt, das der gleichen Wurzel entspringt wie Kabir oder Akbar oder Al-Akbar, also irgendwie aus Kaf, Ba und Ra, dann ist dein Gebet gültig. Also wenn du sagst Allahu Akbar, ist dein Gebet gültig. Allahu Kabir, ist dein Gebet gültig. Aber wenn du sagst Allahu Azim, ist dein Gebet nicht gültig, wie bei den Hanafiten wäre es gültig gewesen. Ja? Und die richtigere Ansicht ist, Wallahu ta'ala a'lam, die Ansicht natürlich der Hanbaliyya und der Malikiyya, dass kein anderer Ausdruck gilt, außer Allahu Akbar. Und der Grund dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nur diesen Ausdruck verwendet hat, und uns ist nichts anderes überliefert worden als dieser Ausdruck. Und was den Vers angeht, mit dem sie versucht haben zu beweisen, dass man irgendeine Lobpreisung Allahs erwähnen kann und dann beten, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, dieser Beweis ist nicht stark oder ist schwach, weil es geht hier um Zakatul Fitr. Es geht um Zakatul Fitr in diesem Vers, und gemeint ist mit dem Gedenken des Herrn, des Namen deines Herrn, ist gemeint der Takbir am Tag vom Eid. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist am besten Bescheid. Und dann fasalla, und er betete oder betet, gemeint ist Salatul Eid und nicht die anderen Gebete. Und hat mit unserem Thema also gar nichts zu tun. Es geht um Zakatul Fitr in diesem Vers. Wallahu ta'ala a'lam. Also, muss man sagen Allahu Akbar, wenn man irgendetwas anderes sagt, ist das Gebet nicht ungültig, sondern das Gebet hat gar nicht stattgefunden. So ist der richtige Ausdruck. Na'am. Jetzt, der dritte Rücken im Salah ist welcher? Natürlich das Lesen der Fatiha, der ersten Sura des Koran. Al-Fatiha, die eröffnende oder auch genannt Umm al-Quran,
die Mutter des Koran oder gemeint Umm, oder auch genannt Ummul Kitab, die Mutter des Buches. Und es gibt noch andere Namen. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Fatiha genannt As-Salah. Das heißt, die Fatiha wird auch As-Salah genannt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch den Koran, die Fatiha mit As-Sab'ul Mathani, das heißt, die sieben sich wiederholenden Verse. Und, na, das Lesen der Fatiha ist ein Rücken nach der richtigeren Ansicht, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Hadith ist bei Bukhari, bei Muslim und bei anderen, La salata liman lam yaqra bi Fatihat al-Kitab, kein Gebet für denjenigen, der die Fatiha nicht gelesen hat. Dieser Hadith ist ein Ursprung oder ist ein Grundsatz, und dieser Hadith hat nicht eingeschränkt, ob es geht um freiwilliges Gebet oder geht es um das Pflichtgebet oder geht es um das Beten, als ob du alleine betest oder ob du betest als Imam oder betest hinter einem Imam, sondern dieser Hadith ist allgemein gehalten, und deswegen muss jeder, der den Koran, der ein Salah verrichten will, die Fatiha lesen. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, diejenigen Gelehrten, die gesagt haben, dass man die Fatiha nicht lesen muss, in irgendeiner Situation jetzt, egal ob hinter einem Imam oder alleine oder sonst was, sie haben sich nicht gestützt auf diesen Hadith, weil dieser Hadith ist ein Ursprung, sondern sie haben gesagt, dass dieser Hadith nicht gilt für jede Situation. Ja, sie kannten den Hadith sehr wohl, aber sie haben gesagt, dieser Hadith gilt nicht für jede Situation, sondern er gilt nur, wenn man, also nach manchen Gelehrten, wenn man alleine betet oder wenn man Imam ist, aber ansonsten nicht. Aber natürlich ist das nicht der einzige Hadith, der uns beweist, dass das Lesen der Fatiha ein Rücken ist, sondern ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ayyuma salatin la yuqra'u fiha bi Fatihati al-Kitab, fahiya khidaj. Und dieser Hadith ist jetzt noch allgemeiner, sagt, wenn jemand irgendein Gebet verrichtet, in dem er nicht die Fatiha gelesen hat, dann ist sein Gebet unvollkommen. Und mit unvollkommen ist hier gemeint ungültig. Mit unvollkommen ist hier gemeint ungültig. Na. Manche Gelehrte haben gesagt, dass dieser Hadith nicht gilt für jede Situation, sondern wenn man hinter einem Imam steht, dann braucht man die Fatiha nicht lesen. Und sie haben gesagt, sie haben sich gestützt auf den folgenden Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Qira'atul Imam lahu Qira'a. Das heißt, wenn man einen Imam hat, dann ist die Lesung des Imam eine Lesung für den Ma'mum. Das heißt, die Lesung des Imam, der da vorne steht, ist eine Lesung für den Ma'mum, und der Ma'mum ist der, der hinten steht. Und dieser Hadith ist nach der absoluten Mehrheit der Hadith-Gelehrten schwach, und deswegen, wie heißt es, darf er nicht als Beweis angenommen werden. Deswegen kann er nicht als Beweis gesehen werden. Nach manchen Hadith-Gelehrten ist der Hadith Hasan und somit authentisch. Dann bedeutet der Hadith allerdings trotzdem nicht, dass es um die Fatiha geht, sondern es geht um die Lesung des Imams nach der Fatiha. Weil auch uns ausführlich überliefert ist, bei Ad-Dharqutni, rahimahullah, und auch bei anderen, dass manche Sahaba hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Koran gelesen haben, und dann hat der eine zum anderen gesagt, wieso liest du hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Koran? Und dann er wollte es ihm verbieten, und sind sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen, und er hat ihnen gesagt, wer einen Imam hat, so ist die Lesung des Imam Lesung für ihn selbst. Und auch der Ausdruck des Propheten, und wenn dieser Hadith Hasan ist, wie gesagt, bezieht sich das auf was? Auf die Lesung nach der Fatiha. Ja, klar, weil die Fatiha, die kennt sowieso jeder auswendig. Aber die Lesung nach der Fatiha, stellt euch mal vor, es wäre verlangt worden, dass jeder das liest, was der Imam liest. Er liest einen Vers und man liest den Vers nach und so. Das wäre eine Erschwernis, ja. Ist aber nicht der Fall. Und außerdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mir klar gesagt, dass ein Gebet, in dem man die Fatiha nicht gelesen hat, das Gebet ungültig ist. Na. Manche Gelehrte haben
Ein anderen Einwand zu dem Hadith, den wir erwähnt haben, La Salata liman lam yaqra bi Fatihat al-Kitab, kein Gebet für denjenigen, der die Fatiha nicht gelesen hat. Also sie haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, wa idha quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah hat uns angeordnet im Koran, Surat al-A'raf, ganz am Ende, wenn der Koran gelesen wird, dann sollen wir ihm zuhören und schweigen, ja, auf dass wir erbarmt werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber dieser Vers ist allgemein, ja. Und eine Aja aus dem Koran kann niemals einem Hadith widersprechen. Ja. Und deswegen, die Sunna ist das, was uns im Koran erläutert. Das heißt, wa alaikum salam. Und deswegen, wenn irgendwie etwas im Widerspruch zu sein scheint, dann muss man versuchen, den Einklang zu finden. Weil entweder die Gelehrten erklären es einem, natürlich die Gelehrten wissen, wie man die Hadithe in Einklang bringt mit den Versen aus dem Koran. Und das eine widerspricht dem anderen nicht. Und es handelt sich auch nicht um Nasch. Was uns überliefert ist in manchen Hadithen, dass der Grund für die Herabsendung dieses Verses folgender war. Und zwar, dass manche Sahaba hinter dem Propheten, während er den Koran gelesen hat, normal geredet haben. Und begrüßt haben sich gegenseitig hinter dem im Gebet, also sie begrüßt haben. Das war also noch bevor ihnen befohlen wurde, zu schweigen und ruhig zu sein und zuzuhören. Und aufgrund ihres Redens, Salamun ala Fulan, Friede sei auf dem, also sie haben sich gegenseitig begrüßt. Ja, wenn jemand kam, wenn jemand ging, das ging wahrscheinlich eher nicht, aber jemand kam. Und dann wurde dieser Vers abgesandt nach manchen Hadithen, dass sie dem Koran zuhören sollen. Das heißt, dieser Offenbarungsgrund oder dieser Vers hat mit unserer Thematik direkt erstmal gar nichts zu tun. Davon abgesehen, dass manche Gelehrte der Ansicht sind, dass diese Aja herabgesandt worden ist in Bezug auf das Freitagsgebet und das mit dem Koranlesung, die gemeint ist die Khutbah, die Predigt am Freitag. Ja. Tayyib, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ja, es gibt noch folgende Überlieferungen, die vielleicht interessant sind in diesem Thema. Und zwar war Abu Darda radiallahu anhu und Ibn Umar radiallahu anhuma und Ibn Mas'ud radiallahu anhu, sie waren alle der Ansicht, dass man, wenn man hinter einem Imam liest, hinter einem Imam betet, braucht man die Fatiha nicht zu lesen. Und sie waren der Ansicht, sie haben gesagt, wir sind der Meinung, dass die Lesung des Imam eine ausreichende Lesung ist für den Ma'mum hinten dran. Abu Huraira, radiallahu anhu arda, war anderer Ansicht. Er wurde genau in diesem Thema gefragt und er war der Ansicht, dass man die Fatiha lesen muss. Und der ist nahezu all diesen Sahaba ist sahih. Ja? Das heißt, wir wissen, es gab auch schon damals mehr als eine Ansicht in diesem Thema. Ja, Abu Huraira, radiallahu anhu, hat uns Folgendes überliefert. Der Hadith ist bei Abu Dawud, rahimahullah, und der Hadith ist auch sahih. Er sagte: Amarani Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, an unadiya, annahu la salata illa biqiraati Fatihat al-Kitab, fama zad. Abu Huraira, radiallahu anhu, sagt: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat mir angeordnet, auszurufen. Das, was auszurufen, also auszurufen unter den Leuten, ich soll aus, dass ich, das auszurufen, dass ein Gebet, in der die Fatiha nicht gelesen wird, ungültig ist. Er sagt also nochmal: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat mir angeordnet, dass ich ausrufen soll, dass ein Gebet, in der die Fatiha nicht gelesen wird, das Gebet ungültig ist. Und wenn man diesen Hadith verinnerlicht, kommt man sehr schnell zum Schluss, dass dieser Hadith ein klarer Beweis ist dafür, dass die Fatiha gelesen werden muss. Warum? Weil die Leute, unter denen Abu Huraira radiallahu anhu arda, das ausrufen wird, sind wer? Die meisten von diesen Leuten sind wer? Sind die meisten von diesen Leuten Imame? Nein.
Ich rede jetzt vom Fardgebet, vom Pflichtgebet. Ja, lass mal die freiwilligen Gebete weg. Der betet jeder alleine. Da lesen wir so die Fatiha. Bei allen Gelehrten liest man die Fatiha. Ob es Rukn ist oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber man muss bei allen Gelehrten die Fatiha lesen, wenn man alleine betet. Salatan lam yaqra fiha bi umm al-kitab fahiya khidajun fahiya khidajun fahiya khidajun ghayru tam. Er sagte, wer ein Gebet verrichtet, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, aber er überlieferte den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wer ein Gebet verrichtet, in der er nicht die Fatiha liest, so ist sein Gebet unvollständig. Unvollständig, unvollständig. Und im Arabischen betont er es noch ein viertes Mal, sagt er unvollständig. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu ala Rasulillah. Also noch einmal, Hisham ibn Zuhra, radiallahu anhu arda, hat uns überliefert, dass Abu Huraira, radiallahu anhu, Folgendes gesagt hat. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, hat gesagt, wer ein Gebet verrichtet, in der er nicht die Fatiha oder in der er nicht die Mutter des Koran gelesen hat, so ist sein Gebet unvollständig, unvollständig, unvollständig. Und dann sagt er es zum vierten Mal unverständlich, weil im Arabischen sind das drei Ausdrücke. Khidaj heißt unverständlich und Ghayrutam ist nochmal eine vierte Bestätigung, ein anderer Ausdruck für unverständlich. Und gemeint mit unverständlich ist ungültig in diesem Fall. Unverständlich ist gemeint ungültig. Dann sagte er, Qultu, ja Abu Huraira, der Hisham ibn Zuhra, der den Hadith über Abu Huraira überliefert, sagte, O Abu Huraira, manchmal bin ich hinter einem Imam. Inni akunu ahyanan wara'a Imam. Dann sagt, dann qala faghamaza dhira'i wa qala iqra biha ya farisi fi nafsik fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dann sagte Abu Huraira dann hat dann ihn an seinem Arm gepackt und ihm gesagt, lies sie für dich selbst trotzdem. Und zwar hat er den Gesandten sallallahu alaihi wasallam welchen Hadith sagen hören. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, qala Allahu azza wa jall, Allah der Allmächtige und der Ruhmvolle sagte, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Ich habe das Salah für mich und meinen Diener in zwei Teile aufgeteilt. Ich habe das Salah für mich und meinen Diener in zwei Teile geteilt. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn der Diener sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, mein Diener hat mich gelobt. Und dann, wenn der Diener sagt, Ar-Rahman Ar-Rahim, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Athna alayya abdi, mein Diener hat mich gepriesen. Und dann, wenn der Diener weiterhin sagt, Maliki yawmiddin, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Majjadani abdi, mein Diener hat mich gerühmt. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Hadihi bayni wa bayna abdi, wa li abdi ma sa'al. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dann, wenn man sagt, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, das ist das Verhältnis zwischen mir und meinem Diener. Und mein Diener wird erhalten, was er verlangt. Und dann sagt man weiterhin, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa rad-dallin. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, fahaulai li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Dies gehört meinem Diener, oder dieser Teil des Gebetes ist für meinen Diener bestimmt und mein Diener wird das erhalten, was er verlangt hat. Und der Hadith ist bei Muslim, bei Abu Dawud. Was ist der Beweis aus diesem Hadith? Allah subhanahu wa ta'ala hat die Fatiha wie genannt? As-Salah. Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesem Hadith die Fatiha, Hadith Qudsi natürlich, ja, hat Allah subhanahu wa ta'ala die Fatiha genannt? As-Salah, das Gebet. Das heißt, wenn du nicht die Fatiha gelesen hast, hast du eigentlich gar kein Salah verrichtet. Und des Weiteren sagte Ubadah ibn Samit radiallahu anhu, er sagte, kunna khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi salatil fajr. Ubadah ibn Samit radiallahu anhu sagte, wir waren hinter dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam im Fajr Gebet. Faqara'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fathakulat alaihi al-qira'a. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam hat gelesen im Salah, im Fajr Salah, und die Lesung des Koran fiel ihm schwer. فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. Warum fiel ihm die Lesung schwer? Weil manche Leute gelesen haben hinter ihm. Er hat gelesen im Salah und hinter ihm haben auch Leute laut gelesen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Ende des Gebetes, anscheinend lest ihr, während euer Imam liest.
anscheinend lest ihr, während euer Imam liest. Dann sagten sie, na'am. Wa alaikum salam. Dann sagten sie, na'am hadhan. Jawohl, wir lesen schnell. Wir lesen schnell, weil er liest, wir lesen, wir wollen die Lesung nicht verpassen. In einer anderen Version sagte er, na'am naf'al hadha. Jawohl, wir machen das. Jawohl, wir machen das, o Gesandter Allahs. Und dann sagte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, la taf'alu illa bi fatihatil kitab, fa innahu la salata bi man lam yaqra biha. Tut dies nicht, außer mit der Mutter des Buches, denn wenn jemand die Mutter des Buches nicht gelesen hat, dann hat er kein Gebet verrichtet. Also tut dies nicht, das heißt, lest nicht hinter eurem Imam Koran, während er Koran liest, es sei denn mit der Mutter des Buches. Denn er hat nicht gesagt, also sei Mutter des Buches und dann freiwillig, das dürftest du. Nein, er hat gesagt, denn wer nicht die Fatiha gelesen hat, hat nicht gebetet. Und der Hadith ist bei Abu Dawud und bei Ibn Hibban und bei anderen. Und Al-Bukhari, rahimahullah, sagte, der Hadith ist sahih. Es gibt eine Version dieses Hadiths, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ende gesagt hat, la taf'alu. Indem er der Prophet den Leuten gesagt hat, dass sie hinter ihrem Imam nicht den Koran lesen sollen. Und dann ist der Hadith zu Ende. Und dann lautet, dann kommt nach dem Hadith, فَانْتَهَا النَّاسِ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَرَاءَ الْإِمَامِ. Und dann haben die Leute aufgehört, hinter dem Imam den Koran zu lesen. Aber diese Aussage sind die Gelehrten sich uneinig. Manche sagen, diese Aussage ist von Abu Huraira, radiallahu anhu. Und manche sagen, diese Aussage ist von Az-Zuhri, einer der Imamen der Tabi'in. Was hat das für Konsequenzen? Jawohl, wenn Abu Huraira das gesagt hat, das würde bedeuten, die Sahaba haben dann aufgehört, hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Koran zu lesen. Wenn aber das der Tabi'i-Gelehrte gesagt hat, dann bezieht das auf seine Zeit. Beziehungsweise auf, ebenfalls auf die Sahaba-Zeit, weil in einer Version heißt es, dass die dann die Leute hinter dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam aufgehört haben zu lesen, wenn er laut las. Und Ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah, ist ein Imam der Tabi'in. Und diese Aussage wäre dann Mursal, weil wir nicht wissen, wer ihm das überbracht hat. Und zwischen ihm und den Sahaba, die hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gebetet haben, ist dann eine Lücke in der Überlieferungskette. Und deswegen wäre seine Aussage nicht authentisch. Und das ist auch die richtigere Ansicht, und zwar, dass es die Aussage von Ibn Shihab al-Zuhri ist, rahimahullah, und nicht die Aussage von Abu Huraira, radiallahu anhu ardah. Weil ganz einfach, wie wir schon vorhin gelesen haben, dass Abu Huraira, radiallahu anhu, derjenige Sahabi war, der Ansicht war, dass du Koran lesen musst. Da kann es nicht sein, dass er überliefert uns auch, dass wir nicht Koran lesen, dass die Sahaba nicht Koran gelesen haben, hinter den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Dann gibt es eine Überlieferung bei Abu Dawud. Und zwar hat Ubada ibn Samit, dieser selbst, dieser Sahabi, nach der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und der Hadith, den ich jetzt sage, mit der Version ist umstritten. Manche sagen, wie es Daraqutni, er sagt, er ist Hassan, und manche Gelehrte Albani sagen, er ist Daif, wegen der Vorgeschichte vorher, die ich jetzt erwähne. Aber dass der Hadith selbst, der uns interessiert, ist genau die gleiche. Und zwar Ubadah ibn Samit, radiallahu anhu, der Überlieferer des Hadiths gerade eben, also dass sie hinter dem Propheten das falsche Gebet gebetet hatten und so weiter und so fort. Übrigens, aus dem Hadith gerade eben entnehmen wir, dass der Prophet sich woran gestört hat. Er hat sich daran gestört, dass die Leute laut gelesen haben. Ja. Das heißt, beim leise Gebet sowieso muss man die Fatiha lesen. Ja. Da gibt's, das ist zweifellos sowieso. Beim Gebeten As-Sirriya, das heißt leise Gebete, muss man die Fatiha so oder so lesen. Für jeden Ma'mum und Imam. Ubada, nach der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, einmal kam er zu spät zum Gebet, und dann hat Abu Nu'aym, der Muaddin, schon das Gebet, schon Adhan gemacht und Iqama gemacht, also, und hat schon angefangen zu beten. Und dann kam Ubada, radiallahu anhu, zu spät und hat sich dann eingereiht in die Reihen, und dann las er, so heißt es im Hadith, dann las er die Fatiha, während Abu Nu'aym, der Muaddin, der Imam in diesem Fall, laut las. Und dann fragte ihn Nafi', rahimahullah, ist ein Überlieferer, dann fragte ihn Nafi', der neben ihm gebetet hat, neben dem Sahabi Ubada, er sagte zu ihm, liest du etwa Koran, während Abu Nu'aym laut liest im Gebet?
Dann sagte der Ubad ibn Sa'd radiallahu anhu: Selbstverständlich, denn wir haben einige Male hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gebetet, in Gebeten, wo er laut las. Und dann hat er genau den Hadith erwähnt, den wir gerade eben erwähnt hatten, und zwar, dass er die Leute gefragt hat: Habt ihr hinter dem Imam etwa gelesen? Sie sagen ja, und dann sagt er: Tut es nicht, außer mit Al-Fatiha. Und in dieser Version sagte er fast das Gleiche: sagte, فَلَا تَقْرَأُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ. Er sagte: Lest nichts vom Koran, wenn ich laut lese, sallallahu alaihi wasallam, außer mit der Mutter des Buches. Wallahu ta'ala a'lam. Ja, auf jeden Fall, die, wie gesagt, also es gilt für den Imam und gilt auch für den Ma'mum. Die Frage ist, wann liest man es als Ma'mum? Am einfachsten macht sich das Leben einfach. Man liest es so, wie die Sahaba gelesen haben. Die Sahaba, radiallahu anhum, haben, wie in dem Hadith von Ubadah, wie wir gerade gesehen haben, wann haben sie die Fatiha gelesen? Ja, während der Prophet dann gelesen hat, fertig. Ja. Manche Gelehrte sagen, du liest einfach in den Pausen des Imam. Wenn er eine Ayah gelesen hat, pausiert er ja kurz zum Atmen, dann liest du in diesem Moment liest du die Fatiha, liest du die eine Ayah, die er gelesen hat, und so weiter und so fort. Wie dem auch sei, egal ob du die Fatiha vor dem Imam liest, mit dem Imam liest, nach dem Imam liest, du musst sie gelesen haben. Aber am besten ist es, du liest es während der Imam liest. Warum? Weil es kann sein, dass der Imam keine Sura mehr liest nach der Fatiha. Wenn der Imam liest, Waradhalin, Amin, und sagt Allahu Akbar, dann hast du ein Problem. Dann kannst du nicht mehr die Fatiha lesen. Ja? Wie dem auch sei, das war der dritte. Der vierte Teil ist der Ruku'. Wann ist Isha? 10:24. Alhamdulillah, sehr schön. Dann machen wir noch den vierten Teil und dann machen wir Stopp, inshallah, falls wir noch Fragen oder sowas haben. Beim vierten Rücken ist um 18? Ja. Gut, dann machen wir lieber jetzt Stopp, weil sonst haben wir keine Zeit mehr. Das ist jetzt ein paar Minuten. Sallallahu barak alayhi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.